Ja, und wie ja auch im Beitrag gerade gesehen, ist so eine Bewegungsanalyse ja auch für Sportler hochinteressant. Und damit sind wir schon beim Breitensport in Bayern. Die niederbayerische Gemeinde Pocking hat knapp 16.000 Einwohner und etwa jeder fünfte Pockinger ist Mitglied im Fitnessclub im Ort, Tendenz steigend. Und dass dort jede Menge geboten ist, hat Niederbayern-Reporter Norman Soleder live miterlebt. Bayern Sport in Sat 1, präsentiert von der Glücksspirale. Bauchbeine, Po sollen hier zuallererst in Form kommen und der Rest gleich mit. Der Fitnessclub Pocking startete vor ein paar Jahren mit einer Handvoll Mitgliedern. Mittlerweile haben wir den Erfolg, dass wir fast 2800 Mitglieder haben und stetig wachsen. Alle sind zufrieden. Und alle geben Vollgas. Beim Bodycross geht es darum, die Muskulatur intensiv und schnell zu ertüchtigen. Wichtig hierbei eben, dass man den Körper so stabil wie möglich hält. Und dann im Endeffekt nur mit den Armen schlägt, auch mit der Schulter mit dabei, Oberkörpermuskulatur, aber eben auch, wie gesagt, die komplette Rumpfmuskulatur. Nach einer Stunde Bodycross mit Bootcamp-Zirkeltraining spürt man übrigens auch die komplette Muskulatur am kompletten Körper und man ist komplett erledigt. Da geht es um Herz-Kreislauf, hoher Puls, hohe Frequenz, Geschwindigkeit, einfach Ausdauer. Einfach Spaß ist das Motto bei der Zwergerl Fitness. 2- bis 5-jährige Kinder lernen Sport als Spiel kennen. Keine Regeln, keine Bewertungen. Wir als Trainer achten eben darauf, dass die Aufbauten ja, so aufgebaut sind, dass niemand zu Schaden kommt. Und die Eltern sind mit dabei und helfen einfach. Das ist ganz wichtig, dass der Eltern-Kind-Turnen ist und ja, die Kinder Spaß haben dabei. Ganz schnell oder ganz langsam, egal. Hauptsache die ganz Kleinen machen ihre ersten sportlichen Schritte. Wie es der Name schon sagt, geht los, sobald die Kinder ein bisschen am Rockzipfel von der Mama oder dem Papa hängen, also bei den ersten Grappelversuchen. Und so lernen sie halt in einem kleinen Alter schon ein bisschen Koordination und Spaß am Sport. In der Jump'n'Run-Gruppe haben sie immer noch Spaß, sollten sich jedoch an ein ziemlich klares Regelwerk halten. Kegel abschmeißen, fair bleiben, keinen ins Gesicht werfen oder so. Und die Mannschaft, die als erstes alle Kegel abgeworfen hat, die hat gewonnen, die kriegt einen Punkt. Jump'n'Run wird in Pocking für Kinder ab 10 Jahren angeboten und ist, wie man sieht, ein echter Volltreffer. Traditionell ein bisschen mädchenlastig geht's bei Dancing Kids und Urban Dance zu. Was man hier lernt, kann man in der Freizeit sofort anwenden. Klar, also man wird dann schon immer angeschaut, wenn man in der Disco ein paar Moves zeigen kann. Und es ist ja auch der Sinn, dass man ein bisschen was mit nach Hause nimmt. Und ich glaube, das läuft ganz gut bei uns. Hip-Hop ist übrigens nicht nur Hip-Hop, sondern Kraft, Beweglichkeit, Technik und Ausdauer. Na komm, mit der nächsten Einatmung langsam zur Mitte zurück. In die Mitte kommen, zur Ruhe kommen, den Körper dehnen und dabei Lebensenergie tanken, das ist Yoga. Zehenspitze ein bisschen weiter nach hinten. Yoga baut die Brücke zwischen Sport und Meditation. Hochziehen zur Zehenspitze. Hoch, hoch. Fitness ist, wie man sieht, keine Frage des Alters. Und hoch. Und jetzt schwimmen wir wieder nach vorn und weit vor. Gerade stehen, weit. Ganz nach oben geht die Fitnesskurve beim Trampolin. Von wegen, das Trampolin macht die Arbeit und ich hüpfe nur ein bisschen. Die Trainerin hat alle im Blick. Arme mitnehmen. Seit, 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 seit. Hüpf. Trampolintraining ist Fitnesstraining total. Muskeln und Gelenke werden es Ihnen danken. Denkt an die Körpermitte. Eines muss man dem Fitnessclub Pocking lassen. Er verbessert nicht nur die Kondition seiner Mitglieder, sondern die Gesundheit der halben Gemeinde. Respekt. Bayern Sport in Sat 1. Präsentiert von der Glücksspirale.